Herzlich willkommen zum 51. Video vom Atelier Sternzeichen. Mein Name ist Pim und es handelt sich um das 14. Kapitel von meinem Roman Fröhliche Weihnachten. Ein Roman in 28 Kapiteln, von mir geschrieben in der Zeit von 2007 bis 2009 zum Geburtstag einer Freundin von mir mit dem Namen W.E. Kapitel 14. Ein Hamburger geht in die Luft. Kommissar Häberle saß hinter seinem Schreibtisch und grübelte. Die Wintersonne strahlte durch das Fenster zu ihm hinein. Schnee war gefallen und es war sehr kalt draußen. Sein Schreibtischstuhl war breit und bequem. Der weiche Lederbezug erinnerte Kommissar Häberle daran, dass er eigentlich schon seit längerem eine Pause machen wollte. Er hatte Hunger und seit dem Frühstück nichts mehr gegessen. Aber er saß immer noch über den Unterlagen und kam nicht weiter. In ihm machte sich eine leichte Schläfrigkeit breit. Er reckte sich und streckte beide Arme einmal lang über dem Kopf aus. Dabei verschränkte er die Finger wie zum Gebet und drehte dann die Handflächen nach außen, um die Dehnung der Arme zu verstärken. Das Gleiche versuchte er hinter seinem Rücken noch einmal zu wiederholen. Seine Schultern waren recht steif, aber es half ein wenig. So war der Kopf schon etwas freier. Langsam schenkte er sich eine Tasse Tee ein. Er war im Gegensatz zu seinen Kollegen kein Kaffeetrinker. Er legte die Füße auf die Kante des Tisches. Die Sonne schien ihm nun genau ins Gesicht. Er schloss die Augen und lehnte sich zurück. Nur aber eine Minute, dachte er. Ich kann nicht mehr denken und ich habe gerade keine neue Idee mehr. Er schob die Akte, an der er gerade gearbeitet hatte, ein wenig mit dem Fuß zur Seite. Dabei brachte er die Fotografien durcheinander, die er ebenfalls vor sich auf dem Tisch ausgebreitet hatte. Er hatte nun die ganze Familie Mantner kennengelernt und ihm hatte diese Tante aus Hamburg, wie die zwei älteren Knaben der Haufners ihm Yvonne Mantner vorgestellt hatten, nicht negativer beeindruckt als der Rest dieser Familie. Seiner Angewohnheit entsprechend hatte er von den einzelnen Familienmitgliedern Fotos gemacht. Ihm halfen Fotos, sich daran zu erinnern, wie sich die einzelnen Verdächtigen eines Falles verhalten hatten bei der Befragung durch ihn. Interessanterweise hatte sich bisher nie jemand nicht fotografieren lassen. Was sollte auch bei einem Foto Schlimmes sein und wer sich nicht knipsen ließ, der machte sich ja vielleicht auch verdächtig. Mit seiner Digitalkamera hatte Häberle die Aufnahmen gemacht. Die Farben waren nicht unbedingt die besten, aber die Bilder waren seine Notizen, seine Gedankenstützen. Die Fotos hatte er sich ausgedruckt und die Familie so auf seinen Schreibtisch vor sich ausgelegt. Er stellte sich vor, wie wohl die einzelnen Personen zueinander standen. Wie fühlten sich diese Menschen miteinander? Es gab hier mehrere Dialoge, die die einzelnen Mitglieder untereinander führen konnten. Von einer ehemaligen Freundin, einer Psychotherapeutin, hatte er einmal erklärt bekommen, wie ein Therapeut eine Familienaufstellung macht. Von jedem Familienmitglied ausgehend wird hier beschrieben, wie derjenige die anderen Mitglieder wahrnimmt und wo er sich selbst positioniert. Diese Freundin hatte die Familie mit Stühlen aufstellen lassen. Sie hatte erklärt, dass man das mit jeder Gruppe von Menschen machen könne. Nur indem man die Position der Stühle beschreibt und dann versucht, jeden Stuhl in eine gleichwertige Position zu bringen, würden sich ganz viele psychische Heilungsprozesse bei Menschen ergeben und alte Konflikte und Wunden könnten heilen. Auch mit ihm hatte sie diese Technik der Familienaufstellung nach seiner Scheidung durchgeführt. Seine Ehe war nicht zu retten gewesen. Dafür war es zu spät. Aber Häberle konnte danach seine Frau verstehen und so waren sie inzwischen immerhin wieder gut befreundet. Für seine Arbeit empfand er aber einen ganz anderen Teil der Familienaufstellung als interessant. Was sagte das erste aufgestellte Familienbild über den Menschen aus und wie nahm sich derjenige wahr? Indem er meist auf Papier die Verhältnisse zwischen den einzelnen Familienmitgliedern und deren Positionen in der Familie aufzeichnete, zeigten sich sehr schnell diejenigen Verdächtigen, die das deutlichste Motiv hatten. Nicht immer waren es die Außenseiter, die hier sein Interesse erweckten. Diese Arbeitsweise half ihm dabei, sich in seine Zeugen und die möglichen Verdächtigen hineinzuversetzen. Häberle hatte inzwischen jeden in der Familie mit jedem anderen in seiner Anwesenheit bei einem Gespräch beobachtet. Er hatte die Verdächtigen einzeln, aber auch in der Gruppe besprochen.
Sogar dem Hund, diesem wilden kleinen Lasker, hatte er eine Stimme gegeben. Aber er kam nicht weiter. Jedes Foto hatte er sich einzeln angesehen und alle Aussagen gelesen und verglichen. Diese Familie war in sich zerstritten. Das konnte man spüren. Daran, wie jeder versuchte, den anderen nicht zu beleidigen und die Spannung klein zu halten. Nach außen hin waren sie glatt, wie ein norddeutscher Fisch. Norddeutscher Fisch? Häberle war Hellbach. Der Kollege hat sie auch nur arg gesagt. Oh. Häberle hatte vor ein paar Stunden ein Fax bekommen, in dem der Kollege Johansen aus Hamburg angekündigt hatte, ihn besuchen zu wollen, um weiter mit ihm in einem Team, wie er sich ausdrückte, den Fall zu lösen. Offensichtlich hielt er den Schwaben für zu sehr der örtlichen Verbindungen hörig. Auf Freunde vom Bürgermeister wollte der Hamburger keine Rücksicht nehmen, wie er Häberle erklärte. Häberle, der Eigenbrötler, war nicht begeistert von diesem Besuch. Er hatte sich weigern wollen, doch dann war eine Anweisung gekommen aus Stuttgart, also was sollte er tun? Häberle war im Innersten Johansens Meinung. Tatsächlich hatte der Bürgermeister ihn schon mehrfach angerufen, um ihm klargemacht, dass er es nicht hinnehmen wollte, wie der Tod seines Freundes bisher behandelt worden war. Er verlangte eine schnelle Aufklärung, aber mit was sollte Häberle das denn tun? Kommissar Häberle nahm das Bild von Martina Mantner in die Hand und sah diese feinen Gesichtszüge der Frau lange an. Auf dem Foto wirkte sie nach einer ganzen Woche vor immer wiederkehrenden Migräneanfällen sehr blass. Martina Mantner hatte eine breite Stirn und ein schmales, spitzes Kinn. Im normalen Alltagsleben beschreiben die Nachbarn und Freunde der Familie sie als aktiv und aufgeweckt. Einen Menschen, der die christliche Philosophie in das alltägliche Leben umsetzen konnte. Martina Mantner war vor allem ihrem Mann und ihren Kindern gegenüber sehr loyal eingestellt. Sie verteidigte ihre Mutter, die sich weigerte, weitere Fragen des Kommissars zu beantworten und hatte erstaunlicherweise sogar ein paar mitfühlende Worte für die ältere Schwester übrig. Sie machte dabei aber immer wieder deutlich, dass sie nicht mit ihrer Schwester und deren Verhaltensweisen gegenüber den Eltern einverstanden war. Man muss doch das Leben selbstverantwortlich in die Hand nehmen. Dann muss man seinen Eltern verzeihen und es ist ganz einfach, flötete sie immer wieder zwischendurch. Kommissar Häberle betrachtete die großen, intensiven blauen Augen, die ihm selbst aus diesem schlechten Ausdruck noch anblickten, als wollten sie ganz in ihn hineinkriechen und sein tiefstes Innerstes finden und ans Tageslicht zerren. Es lag etwas darin, das er merkwürdig fand, vor allem als diese Frau direkt nach dem Gespräch der beiden in die Kirche ging, um zu beten. Mochet sie das immer so viel bete? Er hatte sich an den Pfarrer gewandt. Nein, das ist erst seitdem ihr Vater verstorben ist und wir ihn zum Beerdigen haben, da sie zu viel in der Kirche ist. Sie ist eben noch sehr angestrengt vor allem und es ist ja auch so viel an uns hängen geblieben, das geklärt werden muss, sodass wir immer noch lange keine Ruhe haben werden und zum Alltag übergehen können. Konstantin winkte genervt ab. Er stand immer hinter seiner Frau und wehrte Fragen des Kommissars nach deren Befindlichkeit oder ihren Gewohnheiten ab. Eko einfach nicht mehr. Häberle sprach laut mit sich selbst. Auch der kleine Schlaf hatte nicht wirklich geholfen. Amma fliegt von Sturgut nach Hamburg. Wer ist der? Der in seiner Familie keiner davon Ebbes secht. Er blickte auf das Foto vor sich hin. Ebbes davor grieset. Die Kinder und der Hund fielen als Verdächtige aus. Er hatte die beiden älteren Jungen nach irgendeiner Randbemerkung der Erwachsenen versucht auszufragen, doch die Kinder konnten ihm auf nichts eine sinnvolle Antwort geben. Sie erklärten ihm, was der Opa alles versprochen hatte, und man verstand sehr schnell, dass sie dachten, er sei noch immer verreist und würde bald wiederkommen. Äußerlich wussten sie, was der Tod bedeutete, aber innerlich konnten sie es nicht nachempfinden und die Eltern forcierten das Gefühl auch nicht. Jonas und Fabian verstanden natürlich schon, dass der Opa nicht mehr wiederkommen würde und gestorben war. Wie er gestorben war und was das für die Familie bedeutete, konnten die Kinder aber auf keinen Fall in der ganzen Tragweite erfassen. Christian, der dritte Junge, wiederholte immer wieder nur, Opa Hamburg, Opa kommt bald wieder, dann Zoo. Martina Mantner versuchte ihrem Sohn klarzumachen, dass sie mit ihm in den Zoo gehen würde, weil der Opa dafür keine Zeit mehr hätte. Der Kleine bestand auf Opa Zoo. Er hat versprochen. Sie zog die Stirn in grause Falten. Alle anderen schwiegen betreten und machten einen entnervten Gesichtsausdruck. Ingrid Mantner wurde übel und sie verließ das Zimmer.
Die beiden älteren Jungen hielten sich die Ohren zu. Jonas schrie den Kleinen an. Nix, Opa Zoo, der Opa ist tot und ich kann's nicht mehr hören. Dann ging er wütend stampfend ebenfalls aus dem Zimmer. Fabian folgte ihm. Martina Mantner murmelte leise vor sich hin. Ich habe ihm gesagt, er soll nicht nach Hamburg fahren. Warum hat er nicht auf mich gehört? Dann schaute sie erschrocken auf den Kommissar. Hatte er sie verstanden? Laut sagte sie zum Kommissar, es ist besser, Sie gehen jetzt. Ich kann nicht mehr Fragen beantworten und die Kinder, sie sehen ja selbst. Kommissar Häberle stutzte in seinen Überlegungen. War das wirklich so gewesen? Wenn die das gesagt hätte, dann hat sie gewusst, dass ihr Vater nach Hamburg fliegt. Dann hätte sie auch gewusst, dass der ihre Schwester besuchen will. Und sie hat noch Stritte und mir gesagt, dass sie das wisst. Und der Mann ist auch sauer geworden, weil ihr mich gewundert hätte, dass keiner in der Familie auch in Hamburg gewesen ist. Häberle kratzte sich am Kopf. Ihm war noch etwas aufgefallen. Er nahm die Fotos von seinem Schreibtisch, steckte sie in die Tasche, nahm seine Jacke vom Haken und machte sich auf den Weg. Er hatte eine Idee, eine unwahrscheinliche Idee, aber vielleicht war er nicht verkehrt mit dieser Idee. Kommissar Häberle machte sich auf zum Flugplatz, um seinen Kollegen Johansen abzuholen. Es war erst Mittag und der Kollege sollte am frühen Abend ankommen. Aber der Kommissar hatte eine Idee. Er wollte überprüfen, ob an dieser Idee etwas sein könnte, das sich mit den vorhandenen Wirklichkeiten in Zusammenhang bringen ließe. Es war ihm gerade erst an seinem Schreibtisch aufgefallen, dass er etwas überhört und übersehen hatte, was eigentlich geradezu auf der Hand liegen konnte, wenn man genau zuhörte. Es gab nichts, was in den Aussagen der Familie Mantner auf einen Zusammenhang zum Tod des Vaters hindeuten konnte. Angeblich hatte keiner von seinen Plänen gewusst und niemand war in der Lage, einen Mord an einem älteren Herrn zu begehen. Alle, bis auf die Hamburgerin, hatten den Vater gemocht, geliebt und verehrt. Das stank. Das war viel zu viel Liebe und Freundschaft für eine ganz normale Familie. Und für eine Familie aus dem Schwäbischen war es geradezu unnormal, solch eine Harmonie zu kennen. Überall gab es Ärger und Zank. Und hier sollte das angeblich anders sein? Das konnte gar nicht sein. Nur allen Ärger auf die Tante zu legen und dann selbst völlig in Harmonie zu leben, das war ein Ding der Unmöglichkeit. Häberle verfolgten diese großen blauen Augen, dieser Übermutter von vier Kindern. Mit Schrecken erinnerte er sich an seine eigene Ehe und an seine zwei Rangen, die ihm wirklich manchmal den letzten Nerv gekostet hatten. Er konnte nicht verstehen, wie eine erwachsene und gut ausgebildete Frau sich den Terz mit vier Kindern antat. Aber jeder Mensch hat ja seine eigenen Rechte und seine eigenen Vorstellungen. Um den Bereich Stuttgart herum geriet der Kommissar in den üblichen Stau vor der Ausfahrt zum Flughafen. Er schlich am Musicaltheater vorbei und näherte sich im Schritttempo der Ausfahrt. Erleichtert stellte er fest, dass es danach besser weiterging. Es hatte direkt vor der Ausfahrt einen Unfall gegeben. Ein Wagen war in einen anderen hinten aufgefahren. Sie hatten sich direkt vor der Ausfahrt geküsst und damit erst einmal alle Fahrspuren lahmgelegt. Das war eigentlich erstaunlich, dass nicht mehr geschehen war. Kommissar Häberle hatte weitere Zeit zum Nachdenken. Er war aber auch ungeduldig, weil er unbedingt überprüfen wollte, ob mit seiner Vermutung alles richtig war. Seine Hände suchten den Einschalter vom Radio. Die Musik dröhnte durch den Wagen und er begann sich ein wenig zum Rhythmus zu bewegen. Wenn stimmte, was er vermutete, war er einen großen Schritt weiter. Dann musste er sich nur noch um das Motiv hinter der Geschichte kümmern. Wenn stimmt, was ich denke, dann hotze das Rechtschick angefangen. Eifersucht ist etwas Gruseliges. Häberle sprach wieder ein wenig mit sich selbst. Das tat er immer, wenn er allein war und nachdachte. Er trat sozusagen mit sich selbst in einen Dialog und redete dann oft ganz laut vor sich hin. Inzwischen hatte er den Flugplatz erreicht und seinen Wagen im Parkhaus abgestellt. Sein Dialog mit sich war noch nicht beendet und er stieg laut mit sich selbst sprechend aus dem Fahrzeug. Um ihn herum waren keine anderen Menschen zu sehen und so lief er brudelnd weiter in der Selbstdiskussion verhaftet zum Fahrstuhl, welcher ihn erst auf den Erdboden, er stand in der sechsten Etage, weil alles andere besetzt war, und dann schließlich in die Abfertigungshalle des Flugplatzes bringen sollte. Während der Fahrt mit dem Fahrstuhl stieg eine Dame mit zu ihm. Er dachte noch immer laut vor sich selbst nach. Die Dame mit elegantem Hut,
sah ihn verstört an und drückte sich ganz an die Fahrstuhlwand auf der gegenüberliegenden Seite. Er war ihr offensichtlich nicht besonders sympathisch, das konnte man merken. Vielleicht hielt sie ihn auch für etwas durchgeknallt. Kommissar Herberle bemerkte es und erschrak über sich selbst ein wenig. Er war so in Gedanken gewesen. Um sich aus der Situation zu retten, griff er sich in die rechte Jackeninnentasche. Er holte sein Handy heraus und versuchte so zu tun, als habe er über Headset mit jemandem gesprochen. Die Dame verstand und entspannte sich ein wenig. Dann drehte sie den Kopf weg und fing richtig an zu lachen. Zu seiner Erleichterung gingen die Türen auf und er konnte flüchten. Herberle nahm den dritten Weg zur Schalterhalle. Er hatte die Fotografien seiner verdächtigen Familie aus der Tasche gezogen. Auch die Fotos von den Kindern hielt er weiterhin in seinen Händen. Seinen Dienstausweis hatte er hinter die Fotos gesteckt. Auf ihn kam ein langer Nachmittag des Fragens zu. Aber er war optimistisch, fündig zu werden. Gegen 17 Uhr sollte die Maschine aus Hamburg landen, in der Hannes Johansen auf dem Weg nach Schwaben sitzen sollte. Der Schwabe Häberle hatte sich die vier Schawundlaufer in den großen Flughafengebäuden. Er hatte an allen Schaltern seinen Dienstausweis gezückt und dann gefragt, ob jemand die Menschen auf den Fotos gesehen haben konnte. Er hatte auch gefragt, wer Ende November Dienst gehabt hatte. Er hatte mit der Flughafenleitung gesprochen, war in den Büros von allen Fluglinien, die Hamburg anflogen, gewesen. Auch kleine Chartermaschinen und Privatflieger hatte er befragt oder sich deren Adressen geben lassen, wenn die Piloten nicht anzutreffen waren. Eigentlich gab es hier nur eine Fluglinie, die in Frage kam, aber er wollte gründlich sein. Man hatte tatsächlich dann auch eines der Fotos wiedererkannt. Als das einer Person, die einen Flug nach Norddeutschland gebucht hatte oder als eine Person, die einen Flug nach Norden gebucht hatte. Aber es wurde auch die Person erkannt, die diesen Flug unter Umständen angetreten hatte. Und wenn das stimmte, dann war seine ganze Theorie im Eimer. Häberle hatte es sich nun nach der langen Lauferei von 3 Stunden und 24 Minuten und 13 Sekunden in einem Café gemütlich gemacht und sich einen kleinen Schoppen Wein gegönnt. Er entschied, dass er seinen Kollegen als Privatperson abholen gekommen war und sich deshalb nicht mehr ganz an die alkoholfreie Regelung für seine Dienstzeiten halten musste. Er hatte nun von seinem ganzen Stapel nur noch 2 Bilder in der Hand. Die legte er vor sich auf den Tisch und betrachtete die beiden Personen, die darauf abgebildet waren. Vor ein paar Tagen hatte Häberle hier mit Pfarrer Haufner gestanden. Häberle erinnerte sich an seine Frage nach dem Schwäbischen. Er schwob, der Kreu Schwäbisch kam, bald Mutter aus Hannoverisch. Das ist schon eine seltsame Geschichte und der Mohr hat keine leichte Aufgabe vor sie, wenn ihr recht hängt mit dem, was sie denkt. 4 Bube, das ist halt leucht. Ich wünsche mir fast, ihr hättet Unrecht. Er nahm einen Schluck Wein, schnalzte mit der Zunge, lehnte sich zurück und wartete auf die Ankunftszeit seines Kollegen. Er hatte ihm das Café über Handy genau beschrieben und sie hatten sich hier verabredet, da Häberle keine Lust mehr hatte, in der ungemütlichen Schalterhalle zu sitzen. Trotz der Umstände war er von sich angetan, da er der Lösung des Falles einen Schritt näher gekommen war. Damit konnte er dem norddeutschen Kollegen mitteilen, dass er nicht untätig war und auf Freund vom Bürgermeister Rücksichten nahm. Und wenn er den Fall lösen konnte, er, der kleine Landeikommissar, dann gefiel ihm das auch recht gut. Kommissar Johansen war recht froh, aus dem Flugzeug herauszukommen, das ihn nach Stuttgart gebracht hatte. Nur mit Mühe konnte er sich schon ein Lachen bei seinem Kollegen Häberle verkneifen, wenn dieser ihm im bestesten Schwäbisch das Café beschrieb, in dem er sich mit ihm treffen sollte. Er hatte Hunger, denn für die eine Stunde Flugzeit war kein Essen im Flieger angeboten worden. Schnell war es gegangen. So schnell, dass er seinen Kollegen erst in der Luft hatte anrufen können, um ihn zu bitten, etwas zu überprüfen, was er mehr zufällig am Flugplatz herausgefunden hatte. Hannes Johansen war in Eile gewesen. Er hatte einen kleinen Koffer gepackt und war dann noch ins Büro gefahren, um einen Teil der Akten zum Fall mitzunehmen, die dem schwäbischen Kollegen wohl noch fehlen würden. Dieser hatte ihn vor ein paar Tagen Fotos der ganzen Familie zugeschickt, die nun auch abgeheftet bei den anderen Unterlagen stecken. Intuitiv griff Hannes Johansen nach diesen Bildern. Immer wieder war ihm die große Ähnlichkeit der 3 Mantner-Frauen aufgefallen. Die Haarfarben waren verschieden, die Frisuren. Und Yvonne Mantner sah man den Unfall an, der das Gesicht schon verändert hatte. Aber diese Menschen waren eindeutig als verwandt miteinander zu erkennen. Diese 3 Bilder zogen ihn an.
Intuitiv griff er nach ihnen und legte sie ganz oben auf die Papiere, die er mitnehmen wollte. Johansen musste sich jetzt beeilen, um sein Flugzeug noch zu erreichen. Harlekin hatte Johansen als Handgepäck angemeldet. Das war vielleicht ein Theater gewesen. Sie hatten den Hund, der sehr stämmig war, beim Check-in gar nicht erst durchlassen wollen. Kampfhund hieß es wegen seinem etwas seltsamen Aussehen. Man wollte den armen Harlekin in eine Hundetransportbox stecken und den Frachtraum transportieren. Erst als Johansen seinen Dienstausweis zeigte und seinen Hund als Mitarbeiter der Polizei deklarierte und ein wenig deutlich wurde, von wegen man würde ihm an der Aufklärung eines Mordes behindern und ähnlichem, wurden er und sein Hund durchgelassen. Der Hund selbst fühlte sich auf dem Flugplatz gar nicht wohl, wurde immer kleiner und kleiner und hatte seine Rute zwischen die Hinterbeine geklemmt, als wollte ihm jemand seine nun einem Rüden eigene edlen Körperteile klauen. Er machte große Hundeaugen in Richtung seines Herrchens, jaulte Beschwerdebriefe und musste von Hannes immer wieder in die richtige Richtung hin zum Flieger gezogen werden. Hannes Johansen hatte seine Reisetasche übergehängt, die Akte in der linken Hand und den ziehenden, verängstigten Hund an der Leine in seiner rechten. Es war eine schweißtreibende Angelegenheit. Immer wieder drehten sich Passanten um und grinsten, wenn sie das seltsame Duo durch den Flughafen stolpern sahen. Nachdem er seine Reisetasche losgeworden war und klargemacht hatte, dass der Hund sogar eine eigene Bordkarte und einen eigenen Sitzplatz von seinem treusorgenden Herrchen gekauft bekommen hatte. Übrigens, diesen Schein hatte der Kommissar selbst bezahlt von seinem eigenen Geld, nur den anderen, seinen Flugschein, zahlte die Polizei, Hundeverordnung und so, erreichten die beiden tatsächlich das Flugzeug. Harlekins Ängstlichkeit war inzwischen umgeschlagen in eine fast hysterisch zu nennende Freude über alles und jeden, der nur in seine Nähe kam. Er zog immer noch in alle Ecken, diesmal aber, um sie auszuschnüffeln und um sich leider auch an einer Stelle im Gang zu hinterlassen. An anderer Stelle konnte Hannes Johansen ihn dann davon abhalten, weil er nach dem kleinen Ereignis seinen Hund durchschaut hatte. Alle Mitreisenden, die den beiden in den Gängen begegneten, wurden von Harlekin angesteuert. Schwanzwedelnd hoffte er wohl bei ihnen auf Rettung, weil das Herrchen ihn so gnadenlos immer wieder in seine eigene Richtung brachte. Zur großen Erleichterung des Kommissars erreichten sie den Einstieg des Flugzeugs. Der Hund darf hier eigentlich nicht rein. Die Stewardess am Einstieg gab sich Mühe, den schwäbischen Einschlag zu unterdrücken, doch bei Harlekins und Johansens Auftritt, die beiden kamen sehr schnell den Gang heruntergelaufen, weil Harlekin sein Herrchen zog, ließ sie doch ihre Haltung vergessen. Die Stewardess schüttelte ab, während die offensichtlich blondierten Haare. Johansen kam vor ihr zum Stehen, indem er Harlekin deutlich an der Leine zog und das Tier so endlich zum Halten brachte. Dabei fiel ihm der schon lange verrutschte Akt endgültig aus den Händen. Er und die blondierte Stewardess bückten sich gleichzeitig, um das Papier aufzuheben und stießen mit den Köpfen aneinander. Aua, ouch! Beide hielten sich die Köpfe und verzogen die Gesichter. Hund und Halter hatten die Sympathien der Flugbegleiter nun endgültig überstrapaziert. Harlekin sprang um sein Herrchen herum und versuchte ihm das Gesicht abzulecken. Das gleiche wollte er auch bei der Stewardess tun. Es reicht aus, wehrte Johansen seinen Hund ab. Beide standen voreinander und Johansen war sichtlich entnervt. Die Stewardess musste erst schnaufen und dann leicht hysterisch lachen. Sie hatte ein wenig Mitleid mit ihm, doch der Hund, den konnte sie einfach nicht ausstehen. Außerdem sah die ganze Sache nach weiterem Stress aus, denn der Passagier machte auf sie nicht den Eindruck, gewillt zu sein, sich mit seinem Tier von dannen zu trollen. Der Hund kann wirklich nicht rein. Wer hat sie denn durchgelassen? Flötete die Dame. Sie hielt sich immer noch die Stirn, sprach aber mit Nachdruck. Es gab ja Vorschriften, an die sie sich zu halten hatten. Das ganze Theater hatten wir vorhin schon einmal. Ich kann echt nicht mehr. Johansen verlor, und das geschah sehr selten bei ihm, seine innere Ruhe. Hier mein Dienstausweis, hier unsere, er betonte das Wort und sprach es lauter als den Rest des Satzes, Bordkarten. Der Hund hat seinen eigenen Sitzplatz, er arbeitet mit mir zusammen und außerdem hat man mir beim Check-in gesagt, dass man ihnen Bescheid sagt, damit das Drama hier endlich ein Ende hat. Ich bin wirklich bedient. Das kann gar nicht sein, sowas machen wir nie. Ich werde das nicht dulden, dass hier ein Kampfhund im Passagierraum transportiert wird. Fragen Sie doch erstmal nach, außerdem ist Harlekin ein Boxermischling bevor. Den letzten Satz verschluckt Johansen sehr schnell. Er hatte sagen wollen, bevor Sie sich zu blond benehmen, lassen Sie erstmal was über die Hunderassen. Er verkniff es sich wirklich, denn allmählich wurde das Ganze peinlich.
Hannes Johansen merkte, dass er einen roten Kopf bekam und richtig wütend wurde. Solche Trollers konnte er einfach nicht aushalten. Auf der Straße hätte sich die Trine von ihm schon einen entsprechenden Spruch eingefahren. Hier musste er sich nun zusammennehmen und war innerlich kurz davor, ihr den Hals umzudrehen. Blond und doof. So ein ganz bestimmter Frauentyp. Hat da echt ein Abonnement drauf. Es nahte jedoch seine Rettung. Von dem Krach angezogen, blickte eine andere Stewardess aus dem Flugzeug heraus. Sie war erstaunlicherweise auch blond. Johansen selbst war ja auch blond, aber er war keine Frau und außerdem vergaß er es in einer solchen Situation auch gerne einmal. Die zweite Blondine winkte ihre Kollegin auf die Seite. Hinter Johansen kamen die nächsten Passagiere und fingen allmählich an, die üblichen sachkundigen, peinlichen und dummen Kommentare auszusprechen, die man zum Thema Kampfhund in Hamburg durch die dauerhaften Pressemitteilungen einer großen Boulevardzeitung immer wieder zu hören bekam. Die Akte lag immer noch auf dem Boden. Die Fotos waren herausgefallen und die Papiere lagen unsortiert zerstreut daneben. Wir haben einen Anruf gerade eben. Sie sind der Herr mit dem Hund. Die zweite Stewardess kam aus dem Flugzeug heraus und trat auf die Theatergruppe vor dem Flugzeugeingang zu. Es kommt in Ordnung, Sandra. Sie wandte sich an ihre Kollegin. Ich kümmere mich um den Herrn Kommissar. Mach du mal mit den anderen Passagieren weiter. Ein rettender Engel. Johansen war auf einmal in der Stimmung, mit der jungen Frau zu flirten. So erleichtert war er, dass sein kleines Drama nun offensichtlich ein friedliches Ende finden sollte. Die Kollegin Sandra war wohl ebenfalls dankbar und nickte der anderen zu. Sie arbeitete freundlich mit den nachfolgenden Passagieren weiter. Die Kommentare wurden auch weniger. Nur ein leichtgestrechter Geschäftsmann meinte, am besten alle einschläfern, dann haben wir keinen Ärger mehr damit. Johansen war kurz davor, ihm eine Faust zu schenken. Er entschied sich aber auch diesmal anders, da die Stewardess, die ihn gerettet hatte, dabei war, seine Akte aufzusammeln und nun erstaunt drei Fotos in der Hand hielt und anblickte. Harlekin hatte auch schon Freundschaft mit ihr geschlossen. Netter Boxer-Mischling. Oh yeah. Geil. Nur zu. Deutsch ist echt schwierig. Mann. Himmel, Arsch und Zwummel. Johansen war kurz davor, ihm eine Faust zu schenken. Er entschied sich aber auch diesmal anders, da die Stewardess, die ihn gerettet hatte, dabei war, seine Akte aufzusammeln und nun erstaunt drei Fotos in der Hand hielt und anblickte. Harlekin hatte auch schon Freundschaft mit ihr geschlossen. Netter Boxermischling, den sie da haben. Sie hatte seine Ansage von vorhin offensichtlich mitbekommen. Er hatte auch schon recht laut gesprochen für seine sonstigen Verhältnisse. Sie wollte die Fotos zu den anderen Sachen legen, aber Johansen hatte ihr Zögern bemerkt. Kennen Sie jemand auf den Bildern? Die Stewardess zögerte mit der Antwort. Sie dachte nach. Wissen Sie, sie zögerte ein wenig mehr und nahm dann die Bilder nochmal zur Hand. Die drei Frauen sehen sich alle recht ähnlich, doch ich denke diese hier. Sie griff eines der drei Fotos heraus und reichte es Hannes Johansen, war vor ein paar Wochen auf dem gleichen Flug unterwegs wie Sie jetzt. Sie sind von der Polizei. Suchen Sie die Dame etwa? Johansen war mehr als verblüfft. Das Bild, welches das Unwahrscheinlichste schien, auch nach den Berichten seiner schwäbischen Kollegen, hatte sie ihm gezeigt. Da war vielleicht eine Spur, mit der er gar nicht mehr gerechnet hatte, denn bisher hatten seine Ermittlungen nur in die unterschiedlichsten Sackgassen gemündet. Das nicht gerade, aber ihre Fluggesellschaft hat sicher die Passagierlisten und die Liste mit ihren Kollegen, die die Dame vielleicht auch gesehen haben, wenn sie auf dem Flug gewesen ist? Und ist Ihnen an der Frau etwas aufgefallen, weil Sie sich so genau erinnern? Sie war sehr blass, hatte wohl Kopfschmerzen und schien mir so, als hätte sie etwas sehr Unangenehmes erlebt. Offensichtlich hatte sie viel geweint. Und sie hat geschlafen während des Fluges. Danach sah sie besser aus. Wir fragen unsere Passagiere ja nicht aus. Johansen bedankte sich bei der Stewardess und ließ sich von ihr noch Namen und Adresse geben. Er rief seine Kollegen an und kündigte die Stewardess als Zeugin für ein Protokoll in den kommenden Tagen an. Ich habe übermorgen frei. Dann kann ich zu ihren Kollegen gehen und meine Aussage machen. Wenn es ihnen hilft, gerne, meinte sie. Johansen veranlasste außerdem die Überprüfung der Passagierliste für Ende November. Dann konnten er und Harlekin endlich ihre Plätze einnehmen. Wie wollen Sie den Hund eigentlich anschnallen? Das ist nämlich das Hauptproblem meiner Kollegin gewesen, weshalb sie sie nicht ins Flugzeug lassen wollte. Harlekin hat auch beim Autofahren einen Sicherheitsgurt. Den habe ich mit und der geht auch hier. Dann lassen Sie ihn bitte während des ganzen Fluges so, damit sich kein anderer Fluggast vor dem Tier erschrecken muss. Ich gebe Ihnen noch eine alte Decke und dann können Sie den Sitz abhängen.
Hannes Johansen war erleichtert. Es reichte erst einmal mit Affentanz um den goldenen Hund. Der Fensterplatz wurde für Harlekin ein wenig in die Schlafposition gebracht und mit der Wolldecke abgedeckt. Als sie den Stuhl klappten, saß ausgerechnet der aufgeregte Herr hinter dem Hund, der alle Hunde einschläfern lassen wollte. Er verzog das Gesicht und wollte einen weiteren Kommentar loswerden. Doch Johansens Blick stoppte ihn. Harlekin nahm hoheitsvoll Platz und ließ sich nun auch anschnallen und tat danach keinen Mucks mehr, bis das Flugzeug abhob. Hannes Johansen musste sich nun während des Starts noch ein wenig festhalten und beruhigen. Er spürte die Wut des Herrn hinter sich. Um sich abzulenken, konzentrierte er sich auf die eben erfahrenen Details zu seinem Fall. Das würde eine schöne Überraschung für seinen Kollegen Heberle geben. In diese Richtung hatten weder er noch dieser bisher gedacht und ermittelt. Den Hanseaten gefiel es gut, dem Schwaben um eine Nasenlänge voraus zu sein. Mal sehen, was an Weißwurst-Äquator unterhalb der Elbe so gearbeitet wird. Er war schon stolz auf sich und seine norddeutsche Klarheit. Harlekin neben ihm schnaufte und erinnerte ihn an den Auftritt am Mittag. Von wegen norddeutsche Klarheit und so, schien er zu denken. 2 Stunden später sollte er erkennen, dass es zwischen Weißwurst-Äquator und Spätzle mit Soße einen Unterschied gab. So, und das war jetzt das 51. Video auf meinem Kanal. Es wird noch ein zweiter Teil zum 14. Kapitel kommen. Und das ist das Kapitel 14a. Als Kontradikt zum Ein Hamburger geht in die Luft, kommt dann Ein Schwabe bleibt am Boden. Man könnte auch sagen, Ein Schwabe bleibt am Boden der Tatsachen. Und dieses Video wird es in der Woche noch dazu geben. Und dann kommt dieses Wochenende, also nächstes Wochenende, Verzeihung, kommt nächstes Wochenende dann der nächste Videoblog zum Thema Neumond und diesmal dann Neumond im Dezember. Und wenn es euch gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen hoch. Im Hintergrund liefen meine Bilder und falls es schon jemandem aufgefallen ist, meine Ausstellung hat wegen Corona nicht stattgefunden. Der Weihnachtsmarkt auf dem Grauer Ort ist abgesagt worden und wir haben uns alle mächtig gefreut, nicht. Aber das hat der Trägerverein dort so beschlossen und damit war das Ding dann vom Tisch. Ich bin eingeladen worden für die Osterausstellung im kommenden Jahr. Wir hoffen dann, dass es einfach ein besseres Wetter gibt und dass dort dann nicht wieder Corona um sich greift, weil wir dann ja in den Frühling hinein starten und die Grippesaison oder Erkältungssaison rum ist. Wir werden uns wohl alle an Corona etc. gewöhnen müssen. Wie gesagt, ich freue mich über einen Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und wünsche euch viel Spaß bei den noch kommenden Videos. Und wer die anderen noch nicht gesehen hat zu meinem Buch, das ist jetzt die Gelegenheit, das Wetter ist schlecht, man kann sich schön in die Ecke kuscheln und sich erstmal ganz gemütlich so ein Video reinpfeifen und ein Hörbuch. Tschüss!